Ja, moin, hallo Leute, hier ist wieder euer Thorsten aus Weiß nichts Welt. Und heute nochmal wieder mit einem Video zum Thema Referentenentwurf. Und zwar hat das Öko-Institut eine Stellungnahme zum Referentenentwurf veröffentlicht, die ich sehr bemerkenswert finde. Und ich habe mir gedacht, ich wollte euch die mal näher bringen. Ich werde die natürlich unten in der Videobeschreibung wie immer auch verlinken, sodass ihr die auch selber nochmal im Detail lesen könnt. Wir gehen die aber jetzt auch einfach durch. Das heißt, ihr könnt sie dann jetzt auch hier bei mir im Video ein bisschen mitlesen. Und ja, bevor wir dazu kommen, möchte ich kurz dem Thomas und dem Jens danken, die mir beide über PayPal ein kleines Geschenk gesendet haben zum Erhalt meines Kanals. Ich bedanke mich bei euch beiden und möchte dann jetzt einfach mal ins Video starten. Ich rufe jetzt mal den Artikel auf. Also wie gesagt, Vergütung zu Photovoltaik Dachanlagen im EEG 2023, Stellungnahme zum Referentenentwurf. Und erstmal haben sie eine Einschätzung gemacht, dass sie die Einführung eines Vergütungsmodells für PV-Anlagen mit ausschließlicher Einspeisung ins Stromnetz, also Volleinspeiser, dass sie das begrüßen, was ja auch richtig ist, mit Degression den Mechanismus zu vereinfachen und die Degression zu begrenzen, ist auch ein Schritt in die richtige Richtung. Was Sie also hier, was ihr nennt, was hier wirklich bemerkenswert ist, wir empfehlen, einen Mechanismus einzuführen, mit dem die Vergütungssätze automatisch angehoben werden können, wenn die Zubauziele unterschritten werden. Eine atmende Hebebühne. Ja, es gab mal den atmenden Deckel. Jetzt sagt man atmende Hebebühne. Das heißt, dass also die Vergütungssätze stark erhöht werden können, wenn tatsächlich feststeht, dass was nicht funktioniert. Insgesamt erscheinen die Maßnahmen nicht ausreichend, mit denen der Neubau von PV-Anlagen attraktiver gemacht werden soll, um die dringend notwendige schnelle Steigerung der Zubauraten anzureizen. Hierfür empfehlen wir eine einmalige Anhebung der PV-Vergütungssätze um mindestens 2 Cent pro Kilowattstunde. Das ist ja ungefähr auch das, was ich so gesagt habe. Wir müssen so ungefähr ja, auf jeden Fall über 8 Cent Richtung 9, 10 Cent landen. Und dann na, ist das schon, wird da ein Schuh draus. Eine solche einmalige Anhebung der Vergütungssätze würde zu einem überschaubaren finanziellen Mehraufwand von 1,2 Milliarden Euro im Zeitraum zwischen 2023 und 2026 führen. Ist also, das wird immer vergessen, das kostet ja ganz, ganz viel Geld, aber man zahlt ja diese Erhöhung nur für die Neuanlagen. Und die Altanlagen haben ja eh eine viel höhere Vergütung. Und bei den Neuanlagen ist es so, solange der Strom teurer verkauft werden kann, als er dann gefördert ist, ist es sowieso gar keine Förderung, sondern eigentlich nur ein Bezahlen des Marktpreises. So, also Volleinspeisemodell kann PV-Ausbau beschleunigen. Volleinspeisung bedeutet, dass der komplette Strom aus einer PV-Anlage ins Stromnetz fließt ohne Eigenverbrauch. Wie bereits in unserer Studie für das Umweltbundesamt dargestellt haben, dass die Studie hatte ich auch ein Video darüber gemacht, das kann ich vielleicht mal verlinken. Kann dies aus zwei Gründen den Zubau signifikant steigern. Zum einen können Dachflächen und Gebäude erreicht werden, auf denen Eigenverbrauch nur mit erheblichem Aufwand oder teils auch gar nicht realisiert werden kann, damit auch eine gute Ergänzung zum Mieterstrommodell darstellen. Muss man mal eben so sehen, das sind also so Flächen wie zum Beispiel, keine Ahnung, der Bauer hat eine Scheune mehr oder weniger am oder im Feld. Da hat er eigentlich gar keinen Stromverbrauch, da steht vielleicht nochmal der Traktor drin über Winter oder so, aber mehr ist da nicht los. Er hat also keinen Eigenverbrauch, dann kann er da im Prinzip einen Volleinspeiser draufbauen und kann am Markt damit teilnehmen und kriegt dann etwas mehr Geld. So hat er auch einen Anreiz, das zu machen, weil er ja bei Eigenverbrauch keinen Effekt hat. Zum anderen setzt die wirtschaftliche Besserstellung der Volleinspeisung einen wichtigen Anreiz, um bei Auslegung von Anlagen die zur Verfügung stehende Dachfläche maximal auszunutzen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da muss ich widersprechen. Weil das Problem ist ja immer, das wäre ja bei einem hohen Überschusseinspeisesatz, wäre es sinnvoll, die Dachflächen maximal zu bebauen. Der niedrige Satz bei der Überschusseinspeisung sorgt ja gerade dafür, dass man das Dach eher nicht voll ausbaut. In den letzten Jahren entwickeln sich die Eigenversorgung Bestrebungen nach Autarkie zu den Hauptmotivationen, PV-Dachanlagen zu installieren.
Hier bedarf es eines Umdenkens, weg vom eigenen Haus als abgeschlossenen Stromkosmos hin zum gemeinsamen Bemühungen, das gesamte Stromsystem so schnell wie möglich zu dekarbonisieren. Ist ja das, was ich sage, aber da ist eben genau das Problem. Mit einem Volleinspeisungstarif erreicht man das nicht, denn ganz ehrlich, das macht dann am Ende gar keiner, dass er sagt, ach, ich habe hier 30 kWp, kann ich bauen, ich baue 20 als Volleinspeiser und 10 für die Überschusseinspeisung. Ich glaube nicht, dass die Leute das machen werden. Und dann bauen sie halt die 10, weil sie damit klarkommen und den Rest ist mir doch egal. Genau das wird passieren. Die Dächer werden nicht vollgelegt. Und das ist eben das, gerade da brauchen wir die Überschusseinspeisung. Und theoretisch müsste man sogar fast sagen, dass Anlagen über 10 kW sogar besser gefördert werden sollten als Anlagen unter, damit eben ein Anreiz entsteht, die Anlage möglichst groß zu bauen. Das sagen sie aber gleich auch noch was zu diesen komischen Leistungskategorien. Leistungskategorien von PV-Anlagen vereinheitlichen. In Abbildung 20 Gesetzentwurf definierten Festvergütungssätze für das Jahr 2022 dargestellt für Anlagen mit und ohne Eigenversorgung kommen unterschiedliche Leistungskategorien zur Anwendung. Dies führt zu unterschiedlich großen Aufschlägen für die Volleinspeiseanlagen bei den Grenzwerten 10, 40 und 100 kW. Die Motivation für diese Differenzierung hat uns nicht erschlossen. Falls hierfür keine triftigen Gründe vornehmen, sollte hier eine Anpassung geprüft werden, um eine Vereinheitlichung zu erreichen und spätere Fallstricke zu vermeiden. Auf die Vergütungshöhen gehen wir in Kapitel 3 ein. Ja, das sind hier die... Da haben sie eine schöne Grafik gemacht. Die Vergütungshöhen. Also hier die Eigenversorgung hier. Und die Volleinspeisung 12 Cent bis 10 kW, hier knapp über die 6 Cent, das sind 6,5. Und hier dann halt ein bisschen weniger bei bis 40 kW und da auch ein bisschen weniger, dann aber wieder noch weniger bei bis 100 kW, während das bei der Volleinspeisung dann gleich bleibt. Und dann wieder bei bis 400 kW bleibt die bei der Eigenversorgung gleich und dann sinkt die Volleinspeisung. Also wie gesagt, haben sie ein bisschen... Finde ich eigentlich ganz gut, das ist mir gar nicht so aufgefallen, aber jetzt, wo man das hier so sieht, ist das natürlich klar. Mir fiel auch auf, dass es verschiedene Grenzen gibt, aber das haben sie hier sehr, sehr schön dargestellt. Dann verlangen sie ja PV-Vergütungssätze einmalig annehmen. Nach dem Preismonitor des Bundesverbands Solarwirtschaft für das erste Quartal 2022 liegen die Systempreise für PV-Anlagen aktuell wieder auf dem Niveau von Anfang 2017 und damit 15% über dem bisher niedrigsten Wert. Im ersten Quartal 2020. Das war Corona-bedingt, war das da günstig. Gleichzeitig wurden die Vergütungssätze seit Anfang 2017 fast halbiert. Das ist leider auch so. Und der Referentenentwurf sieht vor, dass also die Vergütungssätze auf dem Niveau von April 2022 fixiert, beziehungsweise ich habe ja gesagt, zementiert werden. Also der Altmaier-Fehler wird zementiert, das war ja meine Aussage. Und nun haben sie hier die Zubaukorridore aufs Jahr hochgerechnet. Und ich will das hier mal so ein bisschen versuchen reinzuholen. Ja, wollen wir mal so ein bisschen gucken, dass wir das ein bisschen... Ich muss das mal ein bisschen kleiner machen, das ist etwas zu groß. Da muss ich mal ganz kurz ein bisschen dran schrauben. So, dann müsste das eigentlich reingehen. Genau, Entschuldigung. Und... hier sieht man also die Jahreszubaumenge, wie sie also hier schrumpft. Und gleichzeitig das Zubau pro Jahr hochgerechnet. Und ja, wie gesagt, die Grafik könnt ihr euch in Ruhe angucken. Ich verlinke sie ja unten auch. Und gut. Also ich lese jetzt nicht alles vor, aber wir empfehlen eine einmalige Anhebung der Vergütungssätze für alle Vergütungskategorien um mindestens 2 Cent die Kilowattstunde. Das ist auch das, was ich gesagt habe. Ich hatte ja mal erwähnt, es gibt also eine relativ große Gap, also einen relativ großen, zwar einen großen Unterschied zwischen Volleinspeisung und Überschusseinspeisung, der allerdings gerechtfertigt ist, wenn man Volleinspeisung auf ein Gebäude macht, wo man gar keinen Eigenverbrauch realisieren kann. Dann ist das eigentlich sinnvoll. Bei mir theoretisch wäre es eigentlich nicht sinnvoll. Also dieser Unterschied wäre nicht sinnvoll, weil ich meine, wenn man auf einem Wohngebäude, wo man auch Eigenverbrauch realisieren könnte, und letztlich realisiert man den Eigenverbrauch ja sowieso, dass der Strom wird verbraucht, auch wenn er vorher voll eingespeist wird, dann kommt er zurück durch den anderen Zähler und wird natürlich trotzdem verbraucht. Das ist also eigentlich ein bisschen albern.
Aber ich habe ja nicht nur den, ich habe ja nicht unbedingt diesen Unterschied kritisiert. Ich habe kritisiert, dass die Überschusseinspeisung zu niedrig vergütet wird. Die Volleinspeisung ist eigentlich, wenn man Mietmodelle, also wo man Dächer pachten möchte, betrachtet, auch eigentlich sehr niedrig. Also eigentlich ist das hier ein sehr guter Tipp. 2 Cent die Kilowattstunde, eigentlich sogar eher 3 Cent. Und hier haben sie dann mal die Auswirkungen der beziehungsweise den Unterschied Volleinspeisemodell, Eigenverbrauchsmodell hier mit der kleinen oder eben mit der größeren Vergütung mal vorgerechnet. Naja, wie gesagt. Dann haben die hier die jährlichen Kosten durch Annehmung der Vergütungssätze. Wie gesagt, da die alten Anlagen ja eh höher vergütet sind und die der Marktpreis für Strom ja eh hoch geht, ne, haben sie dann, ist es eigentlich halt nicht so unglaublich viel. Also selbst wenn man um 3 Cent anheben würde, dann wäre man hier bei irgendwie ja 3,5 Milliarden in 2034, 2035. Man muss ja mal bedenken, was das umwelttechnisch auch bringt. Und da sind 3,5 Milliarden nichts. Und ganz ehrlich, ich halte diese Kurve noch fast für übertrieben. Ich bin der Meinung, wahrscheinlich wird, wenn man jetzt auf 2, 3 Cent gehen würde, das würde überhaupt keine späteren Kosten oder fast keine späteren Kosten verursachen. Im Gegenteil, ich glaube, dass die Überschusseinspeiseanlagen in der jetzigen Form, wenn sie dann 2, 3 Cent höher vergütet würden, immer noch ein bisschen die Volleinspeisenden subventionieren würden. Und das reicht dann auch. Es kann ja auch nicht sein, dass wir dann den Großunternehmen, die dann riesige Volleinspeiser bauen, da irgendwo letztlich ihren Gewinn bezahlen. Das ist ja nicht sinnvoll. So, PV-Pflicht entfaltet größere Wirkung, wenn Dachsanierungen einbezogen werden. Ja, da reden sie davon, dass die eigentlich der Meinung sind, dass man bei der PV-Pflicht nicht nur Neubauten, also nicht nur Gewerbe, nicht nur Neubau, sondern auch noch die Dachsanierung mit einbringen sollte. Das heißt, wenn man eine Dachsanierung macht, also wie heute bei der Isolierung, man muss ja, wenn man ein Dach saniert, heute auch unfassbar viel isolieren und das muss ja alles auf den neuesten Stand gebracht werden. Ich halte das für kritisch, weil wenn mein Dach kaputt ist, muss ich das Dach reparieren können. So kann ich es nur flicken. Und wenn ich es mir nicht leisten kann, gleich alles zu machen, dann kann ich halt gar nichts machen. Und das ist halt auch nicht richtig, ne? Also ich habe zum Beispiel erst isoliert, das habe ich von innen gemacht, verstärkt und isoliert. Also aufdoppeln nennt man das, also für mehr Raum für Isolierung gesorgt. Dann wurde isoliert. Und einige Jahre später wurde dann sozusagen von außen die Dachhaut erneuert. Und jetzt nochmal 2, 3 Jahre später kommt die PV, weil ich eben nicht so viel Geld auf einem Haufen liegen habe, um mir sowas mal eben in einem Zug leisten zu können. Wenn man überlegt, dass ein neues Dach mit Isolierung heute mal ganz schnell so für ein kleines Einfamilienhaus 30.000, 40.000 Euro kostet und dann soll ich nochmal wieder 15.000, 20.000 für eine PV dazulegen. Ja, das heißt, dann muss ich mich zuletzt mit einer Plastikfolie und ein paar Klebestreifen auf das Dach bewegen, damit, wenn das irgendwo leckt, weil man kann halt nichts mehr ganz komplett erneuern. Das wäre natürlich totaler Schwachsinn. Also ich muss ganz ehrlich, das finde ich nicht gut. Klar, wenn dann Pflicht ist, ist Pflicht, dann muss es gemacht werden und dann wird man sicherlich ein bisschen mehr PV bauen. Die Frage ist halt, ob das wirklich sinnvoll ist. Also ich bin bei Pflichten immer ein bisschen vorsichtig, weil es halt auch immer Leute trifft, die vielleicht zu wenig Geld haben und sich das nicht leisten können. Und dann muss man den Leuten das Geld auch irgendwo günstig zur Verfügung stellen, das heißt irgendwo ein günstiges PV-Darlehen. Da bin ich ja immer noch, das ist ja eigentlich traurig, der einzige gute Vorschlag der CDU war ja ein Schnelldarlehen über die KfW, wo nur die KfW und nicht meine private Bank Nein sagen kann. Und zack, zack, klick, klick und PV und dann darf man die bauen. Das wäre eigentlich eine geile Idee gewesen. Würde den Staat auch gar nichts kosten, weil Negativzinsen würden sogar noch einen Tacken dran verdienen. Wird wahrscheinlich wieder bei in Formalitäten und so weiter aufgehoben, also in Bürokratie ausgerechnet werden. Aber im Endeffekt kann man das relativ günstig lösen. Und im Endeffekt wäre das für alle das Beste. Denn es gibt auch eine Menge Leute, die können sich es einfach nur nicht leisten zu bauen. Hier haben sie das dann nochmal versucht bildlich darzustellen. Geht da gar nicht so hier drauf ein. Und was das eben alles, jährliche Zubaupotenzial in Gigawatt. Und ja, da sehen sie halt dann so Zubaudach jetzt hier 3 und dann haben sie hier halt nochmal die Nichtwohngebäude rein. Das sind also sozusagen die Pflichtbauten dann und die Mehrfamilienhäuser würden sie gerne als Pflichtbau sehen.
Und Ein- und Zweifamilienhäuser, wie gesagt, würden sie halt auch gern noch als Pflichtbau, wenn man Neubau macht. Also ich finde es nicht so gut, muss man wissen. Hier steht es nochmal: Die mit Abstand größte Wirkung kann erzielt werden, wenn auch bei grundlegenden Dachsanierungen Photovoltaik installiert werden muss. Aber das ist eben die Frage, wie soll das gehen? Nicht? Man muss das Geld ja auch haben. Ne? Also gut, also ich, wie gesagt, finde das ein bisschen kritisch. Der Vorschlag 5, Vergütungssätze sollten bei Zielverfehlung automatisch angehoben werden. Den finde ich wiederum gut. Das heißt, wenn man merkt, es läuft nicht, es wird nicht genug gebaut, dann gibt es halt einen Cent mehr oder zwei und dann gucken wir mal, ob das dann reicht, dass die Leute nochmal wieder ein bisschen Gas geben. Ne? Und ja gut, im PV-Forum wurde letztens noch gesagt, ja, aber die Leute, die hätten ja schon und Dings. Aber es gibt halt immer unterschiedliche Leute, die die Häuser besitzen und die Leute, die die Häuser vor 15 Jahren oder 20 Jahren nicht mit PV ausgebaut haben, die liegen vielleicht inzwischen unter der Erde und jetzt gibt es eine neue Generation, die das machen würde, aber die wiederum sagt, naja, für 6,5 Cent kann ich keinen Strom produzieren, den ich da dann einspeisen soll und so. Und wieder sagen, das kriege ich nicht gerechnet und wenn ich eine Familie habe, dann muss ich es gerechnet kriegen. Wie gesagt, ich sage ja immer, Wirtschaftlichkeit, Wirtschaftlichkeit, Wirtschaftlichkeit. Gegenüber der aktuellen EEG-Fassung wurde das Verfahren zur automatischen Absenkung der Vergütungssätze sehr stark vereinfacht und soll ausschließlich aus der Basisdegradation von 1% je Halbjahr bestehen. Es ist sinnvoll, dass die Basisdegression im Vergleich zum aktuellen EEG gemindert wurde und somit den Kostenrückgang entspricht, wie er von Anstieg der Anlagenpreise zu beobachten war. Auch begrüßen wir, dass die Degression für das aktuelle Jahr ausgesetzt wurde, um keinen weiteren Druck auf die Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen auszuüben. Naja, da würde man dann ja davon ausgehen, dass die Kosten wieder zurückgehen. Das ist die Frage, ob die Kosten überhaupt in absehbarer Zeit zurückgehen. Ich glaube da ehrlich gesagt nicht dran. Ich glaube also nicht, dass es nächstes Frühjahr billiger ist, PV zu bauen als in diesem Frühjahr. Ich glaube, dass wir haben jetzt einen ziemlichen Run im Moment, der wird sich eine lange Zeit brauchen, bis der abgearbeitet ist. Wir haben immer noch das Containerproblem, dass also viele Container immer noch in den USA in den Häfen rumstehen und nicht in China sind, wo sie gebraucht würden, um da Sachen reinzupacken. Ich sehe jetzt auch keinen gewaltigen Anstieg der PV-Produktion, der Modulproduktion in Deutschland. Es gibt zwar Firmen, aber so viel produzieren die nicht. Und also ich gehe da nicht von aus, dass es jetzt dann aktuell billiger wird. Mehr Arbeitskräfte haben wir auch nicht. Also keine Ahnung, wo das dann billiger sein soll. Genau, in dem es stellt sich die Frage, wie bei einer Unterschreitung des Zielzubaus schnell und unkompliziert gegengesteuert werden kann. Im Referentenentwurf konnten wir hierfür keinen Ansatz finden. Das stimmt, da steht nichts drin zu diesem Fall. In diesem Fall sollte zumindest die Degression zeitweise ausgesetzt werden. Darüber hinaus sollte ein Mechanismus eingeführt werden, der, wenn die Zubauziele unterschritten werden, automatisch die Vergütungssätze annimmt. In UBA 2021, die hatte ich ja vorgestellt, haben wir für diesen Zweck das Konzept der atmenden Hebebühne entwickelt. Angesichts der hohen Dringlichkeit und der ambitionierten Zubauziele sollte der gut eingespielte Prozess der quartalsweisen Überprüfung der Zubauraten durch die Bundesnetzagentur beibehalten werden, anstatt in regelmäßigen und aufwendigen politischen Prozessen die Vergütungssätze manuell anzupassen. Der Schwerpunkt unserer Empfehlung liegt aber auf der kurzfristigen einmaligen Anhebung der Vergütungssätze. Und das ist also, ja, diesen Satz, den nehme ich jetzt hier als Schlusssatz. Ihr könnt euch das ja, wie gesagt, in Ruhe durchlesen. Ich verlinke es ja. Das ist eigentlich, ja, meine Forderung. Kurzfristige einmalige Anhebung der Vergütungssätze auf einen ordentlichen Wert. 18, 8,5, 9 Cent. Wir sind jetzt bei 6,5, ist geplant, also 8,59. Lieber 10, dann sind wir da sicher. Und dann vielleicht 14 Cent für den Volleinspeiser bis 10 kW. Wie gesagt, eigentlich wäre es sogar interessanter zu sagen, ich gehe bei bis 10 kW niedriger als bis 40 kW, um wirklich einen Dachvollbau hervorzurufen. Denn das wäre eigentlich das Sinnvollste, wenn ich sagen würde, bis 10 kW sind die meisten Anlagen, die nur für Eigenverbrauch ausgebaut werden. Und über 10 kW bauen die meisten dann aus, wenn sie das Dach voll machen. Und gerade die müsste man eigentlich belohnen. Diesen Vorschlag habe ich aber eigentlich leider noch von keiner dieser ganzen Institute und so weiter gehört und gesehen, dass man einfach sagt, ich gehe bei über 10 kW sowieso von Volleinspeisung aus. Also da ist der Überschuss eigentlich immer wie eine Volleinspeisung oder fast immer wie eine Volleinspeisung zu sehen. Dann kommen ja wieder welche, sagen im Winter ja nicht. Ja, nee, im Winter nicht. Aber selbst wenn ich einen Volleinspeiser baue, der dann im Winter Strom produziert, der Strom kommt sowieso durch meinen anderen Zähler wieder rein. Letztlich ist es netto,
fürs Netz nicht anders. Das ist einfach so. Und um Leute zu belohnen, das Dach vollzubauen, müsste man eigentlich die Vergütung nach oben hin steigern und nicht nach oben hin noch bestrafen. Auch wenn das preislich natürlich anders ist. Das ist eine ganz andere Sache. Gut, das soll es dann für jetzt für dieses kleine Video gewesen sein. Ein kleines Informationsvideo, kleines Politikvideo, weiß ich nicht, wie ich es überhaupt nennen soll. Ja, wenn euch sowas interessiert und ihr öfter informiert werden wollt, dann abonniert bitte den Kanal. Und ihr wisst ja, denn ihr wisst ja, abonnieren, daumieren, auch meinetwegen auch so, wenn ihr, ne, kommentieren, diskutieren, randalieren, nein, teilieren, nicht randalieren, randalieren könnt ihr woanders, nicht in meinem Kanal. Ah ja, ich habe jetzt doch aktuell ein, zwei Kandidaten, wo ich ganz ehrlich sein muss, dass ich die Strategie des Nicht-Kommentatoren nicht komplett bannens, langsam aber sicher überdenken muss. Bisher komme ich noch klar, aber wie gesagt, also Leute, da muss man muss nicht andere, man muss mich nicht mich beleidigen. Gut, mich könnt ihr beleidigen, ist mir auch scheißegal irgendwie. Das geht mir am, tut mir leid, geht mir am Puckel runter. Ich meine, ich finde es immer nett, dass dann andere mich gleich verteidigen. Aber andere User zu beleidigen, da spreche ich mal einen gewissen Jürgen an. Also da bitte ein bisschen Kontenance bewahren. Also das möchte ich nicht sowas. Ne? Also man kann sich nett und wir haben das immer hingekriegt, dass wir das auch manchmal mit härteren Worten, aber immer ordentlich miteinander kommuniziert haben. Und wenn es anfängt, dass es beleidigend wird, dann werde ich auch Leute notfalls bannen. Dann ist es so. Ich mache es, habe es bisher aber noch nicht gemacht. Also es ist bisher von mir noch keiner hier gebannt worden. Und ich hoffe, dass ich das so beibehalten kann. Keine Ahnung, ob das klappt. Okay, ciao, ciao.